Hallo allerseits, ich bin heute auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und am Stand der Firma Kreuzmodell. Die haben ein K-System hier vorgestellt, das etwas anders funktioniert als die üblichen. Prinzipiell zwar ähnlich wie viele, aber eben doch anders. Und der Johann Kreuz aus Wien wird mir jetzt erklären, was dieses System anders macht als die anderen. Normalerweise, wie fahren die Fahrzeuge normal? Die normalen Fahrzeuge fahren auch über, meisten fahren über Infrarot. Wir fahren über 2,4 GHz Funk auf einer Fahrbahn mit einer Magnetband. 3 mm mal 1 mm Höhe ist Magnetband. Die Fahrzeuge haben eine Abstandssteuerung, die mit einer optischen Messung durchgeführt wird. Die optische Messung kann variieren von 150 mm bis Minimum von 10 mm. Was heißt optische Messung? Infrarot oder wie machen Sie das? Optische Messung ist wie ein Laser, der schickt ein Licht aus und durch das Aufprallen und Zurückkommen wird dann die Gezeigt gemessen und dadurch wird dann die Differenz vom vorderen Fahrzeug oder zu einem umliegenden Haus oder Baum gemessen. Und das heißt, die Fahrzeuge halten hier den Abstand automatisch? Genau. Wenn einer stehen bleibt? Man kann auch den Finger vorhalten, so wie ich jetzt, und dann bleibt das Auto automatisch stehen. Das heißt, wenn Werkzeug auf der Fahrbahn liegt oder irgendwas, bleiben die Autos stehen. Oder wenn sie von der Fahrbahn abkommen, genauso, wenn sie irgendwo einen Baum oder irgendwas dagegen fahren würden. Und die Fahrzeuge stehen direkt in Kontakt mit einer Zentrale, die jetzt hier zum Sehen ist, auf 2,4 GHz Basis. Ja. Und diese Zentrale ist verbunden über ein USB-Kabel mit einem Laptop in dem Falle. Und was macht man dann mit dem Laptop alles? Das ist eine reine Software nur zum Konfigurieren des Decoders. Das heißt, man hat da drinnen Einstellungen, wo die Platine wiedergegeben ist. Und da kann man einfach nur die Lichter einschalten, damit ich sehe beim Auto, okay, das ist ein Retourgangscheinwerfer, kann man dann hier reingeben, Retour. Und man kann so alle Ausgänge genau benennen, was es ist, dann abspeichern und dann ist es für den nächsten Schritt dann fertig. K-System zur Erklärung ist ja so, dass die Autos normalerweise eigenständig, selbstständig fahren, dass das alles ganz normal auf der Anlage automatisch abläuft, auf einer Straßenanlage, die man sich realisiert, und dann eben die Fahrzeuge teilweise manuell dann irgendwo beeinflusst werden. Sie können jetzt beispielsweise die Beleuchtung von der Feuerwehr einschalten, glaube ich. Das haben Sie mir vorher schon mal gezeigt. Das Rücklicht geht hier schon oder jetzt ist wieder ausgegangen. Ja, jetzt schalten wir mal Standlicht ein. Dann schalten wir die Warnbalken auf der Rückseite, das Blaulicht. Und das ist alles eben über die Software zum Konfigurieren, zum Einstellen. Schauen wir uns hier nochmal am Panel an. Das heißt, ich habe hier die Funktionen, die ich schalten kann. Wie viele Funktionen kann man denn schalten mit Ihrem Decoder? Mit dem Decoder kann man 24 Funktionen einschalten. Wir haben 16 Ausgänge auf der Platine, aber die kann man alle zusammenmischen, wie man will. Plus dann der Fahrmotor selber auch, der ist auch auf dem Decoder. Fahrmotor ist extra, es ist ein BWM-gesteuerter Ausgang, das heißt bergauf, bergab, gleiche Geschwindigkeit, Last geregelt. Natürlich haben wir auch einen Retourgang, unsere Autos fahren auch zurück, haben 28 Fahrstufen und die 28 Fahrstufen können auch eingestellt werden mit Anfahr- und Bremsverzögerung, eben wie eine Lokomotive. Das ist jetzt hier kein Zufall, dass die Fahrzeuge sehr unterschiedlich aussehen, sondern im N 1 zu 160 und in H0 1 zu 87 sind die Fahrzeuge bewusst mal gezeigt am Stand, glaube ich, und in TT im Maßstab 1 zu 120, damit man sehen kann, dass die Elektronik eben in sehr unterschiedliche Fahrzeuge rein kann. Die Elektronik ist sehr klein, hier haben wir einen LKW, wo das schon mal aufgebaut ist. Wie groß ist die Platine in etwa? Die Platine hat 16 mal 10 mal 4 mm, ist zweigeteilt, das heißt mit einer 40-poligen Schnittstelle verbunden, damit wenn weitere Module, sprich Soundmodul, das braucht nur in die Mitte dann reingegeben werden und man braucht nicht viel herumlöten, dass man wieder alles ablöten muss. Das heißt, man kann dann demnächst auch mit Sound erweitern, hat man dann weitere Funktionen, die man dann ansprechen kann. Richtig. Und der Laser sitzt ganz vorne mit drin, die Laserdiode oder was das dann ist? Das Modul, wo der Laser ist, das ist genau hier vorne drinnen.
Das ist ungefähr, wenn wir das hier scharf kriegen, 3 mm mal 6 mm. Kann auch hinter der Scheibe eingebaut werden, da gibt es eine eigene Konfiguration dazu. Aber im meisten Fall ist es am besten, wenn man es unter der Stoßstange mit 6 Grad nach oben geneigt einbaut. Mhm. Gut. Und was muss man ungefähr anlegen, wenn man so ein System realisieren will? Da braucht man die Zentrale, da braucht man eine Software. Was kostet die Zentrale, die Software? Software ist gratis bei der Zentrale dabei, da es nur eine Konfigurationssoftware ist. Zentrale kommt auf 310 Euro, hat eine Reichweite von ca. 20-25 Meter. Ist von uns einmal angegeben, es geht mehr, wurde gemessen schon bis zu 40 Meter. Und der Decoder kommt mit dem Sensor auf 60 Euro. Das heißt, also der Decoder, den man jetzt hier sieht, auf der linken Hälfte neben dem Motor und die Laserentfernungsmessung, die unter die Stoßstange kommt, ungefähr 60 Euro. Und das kann man dann irgendwie, wenn man feine Lupe hat zum Löten und feine Finger hat, kann man das alles noch selber basteln. Das ist natürlich wahrscheinlich ab einem gewissen Alter ein bisschen schwierig, aber es ist doch durchaus machbar, denke ich. Mhm. Gut. War ein interessanter Ausflug in dieses K-System, das seit wann auf dem Markt ist? Das ist jetzt direkt auf dem Markt seit 2017, aber 2018 wurden die ersten Zentralen und Decoder verkauft. Und jetzt ist aber die Software im Endstadium, wo alles schon fix und fertig ist, auch mit der Abstandssteuerung bei engen Tunnelröhreneinfahrten oder Mauern, wie man es hier auf der Anlage sieht. Und das ist alles schon fertig konfiguriert und funktionsfähiger. Das heißt, die Kinderkrankheiten sind abgelegt und jetzt können wir richtig fahren. Ja. Wie viele können eigentlich gleichzeitig mit diesem System, mit der Zentrale gesteuert werden, theoretisch? Wir geben an, so zwischen 100 und 150 Autos, aber laut Rechnung sind auch mehr möglich. Das heißt also 100 auf alle Fälle, 150 relativ sicher und rein theoretisch sogar noch mehr. Genau. Und unser kleinstes Fahrzeug ist zurzeit ein Smart. Nur da bekommen wir erst ein Getriebe und ab der Dortmunder Messe wahrscheinlich wird das auch dann fertig sein, das Smart. Dann bedanke ich mich bei Johann Kreuz von Kreuz Modell aus Wien für die interessanten Informationen. Dankeschön.